H. das Originalobjektiv in einem autorisierten Oppo-Service-Center zu ersetzen. Bei einigen Software-Firmware-Versionen funktioniert der Autofokus der Oppo A37-Kamera nicht richtig. Bitte versuchen Sie, die neueste Firmware zu sichern oder die Android-Version zu aktualisieren. Andere FAQ für Oppo A37-Kamera. Hat die Oppo A37-Frontkamera ein LED-Blitzlicht? Nein, die Selfie-Kamera hat keinen dedizierten Blitz, aber wir können die Bildschirmbeleuchtung verwenden, um bei sehr dunklen Bedingungen bessere Fotos zu machen. Können wir mit Oppo A37 Unterwasserfotos machen? Nein, dieses Telefon ist nicht wasserdicht, daher können wir keine Fotos oder Videos im Wasser aufnehmen. Warum sind die Kamera und die Fotos des Oppo A37 verschwommen? Es kann aufgrund von Software oder Hardware passieren. Bitte befolgen Sie die obigen Schritte, um die Kamera-App zurückzusetzen und zu überprüfen, ob unser Telefon objektiv Probleme hat. Warum zeigt die Oppo A37-Kamera einen schwarzen Bildschirm oder nichts auf dem Bildschirm? Wenn die Kamera-Apps stoppen oder Probleme haben, wird ein schwarzer Bildschirm auf dem Bildschirm angezeigt. Wir müssen die Schritte im ersten und zweiten Schritt befolgen. Warum Oppo A37-Kamera Fehler nach dem Android-Firmware-Upgrade? In einigen Situationen kann ein kleineres oder größeres Firmware-Upgrade dazu führen, dass die Oppo A37-Kamera-Apps Probleme haben. Bitte versuchen Sie, die Einstellungen der Kamera-Apps auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn die Probleme weiterhin bestehen, versuchen Sie, alle wichtigen Daten zu sichern und führen Sie einen Hard Reset durch, um Ihren Oppo A37 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Es gibt mehrere Modellcodes für Oppo A37, A37F, A37FW, A37M, alle Modelle haben ähnliche Spezifikationen. Wir können den obigen Vorgang verwenden, um Kameraprobleme auf dem Oppo A37 zu beheben. Danke fürs Zuschauen.